Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Doppelausgabe von Escapist Doppel, weil ich nehme mal zwei Folgen mit einmal auf und guckt mal, was wir hier Schönes haben. Ein neues DLC, unter anderem mit Santa's Sweatshop. Das Video dann anscheinend. Okay. Dass man quasi aus irgendeinem Weihnachtsknast rauskommt. Dann hier, dass er seine Pläne zur Beherrschung der Welt durchkreuzt. Dass man hier quasi gegen einen Bösewicht auskämpft, dann für etwas, was man nicht gesessen hat, selbst aus Alcatraz auskommen und dann dem ersten Level, was überhaupt für Minecraft wollte ich jetzt schon sagen, für Escapists programmiert wurde. Und mit dem DLC sehe ich schon, Escapists wird zu einer richtigen UKK-Reihe. Das war wirklich alles durchnehmen, was das Spiel zu bieten hat, weil ich liebe das Spiel, wirklich. Für das, was es zu bieten hat. Aber wir machen jetzt erstmal bei HMP Iron Gate weiter, denn viele von euch haben mir geraten, dass es ein Lüftungsschachtsystem geht. Ich habe das dann auch in der Dingsbums in der Bearbeitung dann noch gesehen. Erstmal alles hier wieder rein. Und allerdings ist mir das nicht aufgefallen, weil ich damit beschäftigt war, schnell aus der Zelle wieder rauszukommen, damit die Kameras mich nicht erwischen. Und dann auch der hilfreiche Tipp, ich hoffe, ich finde es in den Kommentaren, dass ich den hier wieder über den Bildschirm mit einblende, dass man die Kameras auch mit Zahnpasta eindecken kann. Da habe ich nachgeguckt, das hält nur für 30 Sekunden. Also es ist echt nicht gerade lange. Wenn man allerdings die Dingsbums, die Kamera mit einem Klebeband zumacht, dann hält es für 60 Sekunden, weil ich habe mich da nochmal ein bisschen belesen. Ich werde aber definitiv Zahnpasta nehmen, weil dann kannst du immer wieder zuschmieren. Die kriegst du ja überall, musst du nur mitbringen. Und dann kannst du immer nämlich das Lüftungsschacht oben rausgehen, oben reingehen, alles dahin ablegen, was du brauchst und dann den Weg durchbahnen, weil der sollte bis zum Raum darunter gehen, wo ich mich dann rausbuddeln will, unten links den. Also ich hoffe, dass da auch ein Lüftungsschachtgitter dann da geht. Dann kann man sich da schön durchfangeln. Die Zelle noch vorne mit Bettbezügen abdecken, dass die Wärter eigentlich sehen, eine Bettpuppe reinlegen und dann ist man absolut safe, würde ich sagen. Ja, was haben wir überhaupt für... Also entfernen. Naja gut, dann stimmt ja die ganzen Diebe hier wieder. Von daher konzentrieren in der Folge muss ich mich erstmal darauf, weiter meine Werte voranzubringen. Und weiter die Zellen zu durchsuchen, um die ersten Gegenstände zu kriegen. Das allerwichtigste, oberste Priorität hat... Hallo? Achso, falsche Taste. Hat der Dingsbums, der Gefängnisbeutel für illegale Gegenstände. Damit man sich auch wirklich alles Mögliche mitnehmen kann. Weil mir ist das echt nicht aufgefallen. Das ist echt Wahnsinn. Wenn du selber spielst, dann übersiehst du so viele wichtige Details. Und wenn du dann selber zusiehst, dann denkst du, ja, hier, warum macht denn der das nicht? Was hast du Schönes? Weil wenn sie hier mir was verkaufen, wäre super. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass mir meine getreuen Kameraden auch hier wieder helfen, rauszubrechen. Und da muss ich auch ehrlich gesagt nochmal Danke sagen für die ganzen Tipps, die jetzt innerhalb den letzten zwei Folgen gerade mal rausgekommen sind. Ich fühle mich ja wirklich mit euch wie, als dass ich nicht alleine ausbreche, sondern mit euch zusammen, weil ohne eure ganzen Tipps würde ich gar nicht so weit kommen hier. Dass man die ganzen wichtigen Sachen... genau. Ja, aber Zahnpasta nehmen wir nochmal mit. Ist ja egal. Gut, stimmt für den Schlüssel. Das hatte ich ja schon alles mit dabei. Alter, du kannst da von mir aus hingehen. Ist mir wurscht. Dass man wirklich auf einige Sachen kommt, die man so gar nicht merken würde. Und Kamera schwenkt. An den Rhythmus habe ich mich leider auch schon bewegt. Jawohl. Schokolade. Liebe Schokolade. Komm schnell. Okay. Und nächster Raum. Scheiße. Okay, doch nicht. Aber Schokolade ist Bombe. Ich erkenne mein Zimmer daran, weil das der einzige Schrank ist, da wo der Zimmer noch an der richtigen Stelle steht. Okay. Theoretisch die Bettpuppe könnte man eigentlich auch schon reinlegen, aber ja, vielleicht auch nicht. Man Leute, nicht hier wieder campen. Hau ab! Mama! Das ist furchtbar. Hier mal die Zellen durchsuchen ist echt nicht einfach. Mit so vielen verdammten Bullen. Aber nix. Komm schon, hier muss man es doch illegale Gegenstände zu finden geben. Hau ab! Ne, nix.
Und? Kann das sein? Manu! Die Leute bunkern hier echt überhaupt nichts Brauchbares. Schämt euch. Jo. Von daher, einer von euch hatte mir auch den Tipp gegeben, dass der Job unten mit der Lieferung viel mehr einbringt als das bisschen Mobben. Allerdings gibt es da zwei Schwierigkeiten. Einmal müsste ich dann den dauerhaft verprügeln, der den Job gerade macht. Und zum anderen ist dann die Schwierigkeit dabei, wenn die Polypen mich dabei erwischen, bin ich sofort raus. Und momentan durch die ganzen Aufträge und alles verdiene ich eh genug. Und von daher sollte das passen. Okay, in der Freizeit. Erstmal weiter Intelligenz trainieren. Weil wenn ich die Gegenstände habe, muss ich in der Lage sein, den Beutel zusammen zu craften. Von daher haltet durch, Jungs. Ich trainiere groß genug oder stark genug, dass wir alle irgendwann hier rauskommen. Aus diesem vermaledeiten Gefängnis. Kann man sich hier nochmal kurz hinstellen, dass man noch ein bisschen sich erholt. Und dann schön weiter Kraft tanken. Das ist das Wichtigste. Dann auch immer von den anderen hier die Meinung sammeln. Nicht vergessen. Außerdem ist das ein guter Job, um Multitasking zu trainieren. Oh, 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 oh. Beide gleich wieder geschlachtet hier. Was habt ihr fallen lassen? Nix. Entschuldigung. Mann, hilft sich das wirklich heute. Schön richtig breit gelatscht. Okay. Abendessen. Sehr schön. Ich brauche nämlich Erholung. Dann hoffe ich mal wirklich, dass ich es schaffe, ein paar von den Leuten hier auf 80% von Meinung zu sammeln. Ich will mal gucken, wie die Aufträge funktionieren. Ich hatte es ja bisher noch nicht. Dass du wirklich jemanden nimmst, der den Polypen ablenkt und von hinten schön ins Gesicht oder in den Nacken. Sollte passen. Oh, Brecheisen. Das bräuchte ich. Weil es immer so rar ist für die Schaufel. Ja, aber das kann ich mir momentan nicht leisten bei den ganzen verdammten Gittern. Was ich mich auch frage, ob man die noch irgendwie ausschalten kann. Ohne den extra den Dingens, den Stromgenerator deaktivieren zu müssen. Dass du da nicht vielleicht irgendwie, wenn du einen Schraubenzieher hast, da dran rumwerkeln kannst, dass der auch so für eine Minute deaktiv ist. Weil der Beutel verliert, glaube ich, der richtig robuste, ich glaube, 8% pro Nutzung. Und das ist vielleicht nicht viel, aber sobald du irgendwas hast, hält der auch nicht unbedingt lange. Das haben wir ja aus dem einen anderen Knast gesehen. Oh, schön drauf da. Es tut mir leid, Keks. Die Bullen mögen dich echt nicht. Du bist zu auffällig. Okay. Ich schleif dich mit! Ach scheiße, bist du fett. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hast du schon... Achso. Wenn er es bis oben behält, wäre ja schön. Aber die Tage sind echt zu kurz. Aber hat dann auch wieder den Vorteil, dass wenn die Leute mich dann in der Zelle nicht sehen... Und die Kamera auch auf die Bettpuppe reinfällt, dass man ausreichend Zeit hat, um rauszukommen. Ich hoff's. Muss ich nur jede Menge Essen horten. Das auf jeden Fall. Sag meinen Namen. Spop! Luko hat schon... Jawoll! Den haben wir schon fast auf 80. Ich will wissen, wie die Aufträge aussehen. Okay, das hat er Witsch, das hat er Witsch, das hat er Witsch. Holz werden wir auch eine ganze Menge brauchen, aber ich... Nee, ich muss mal kurz gucken, was brauche ich denn für den Dings, für den Schraubenzieher und für die... fürs Lüftungsschachtgitter, weil ich kann mir jetzt nicht allen möglichen Kram zusammensuchen und dann habe ich gar keinen Platz mehr. Das bringt nichts. Lüftschachtgitter, zweimal Pappmaché. Okay. Und dann... braucht man noch den Schraubenzieher. Ach ja, den musst du ja kaufen. Ja, stimmt. Mist. Na gut.
Ich sage, hier hast du keinen Platz. Auf jeden Fall die Batterie nehmen wir schon mal mit. Die wollte ja der andere noch haben. Und ansonsten Schlafenszeit. Ich glaube aber auch gelesen zu haben, dass wenn du dann das Luftschacht, die Luftschachtattrappe hast, Schraubenzieher. Weißt du was? Nee, dann erwischen die mich. Das ist Mist. Das ist richtig Mist. Ich habe nämlich auch gelesen von den Lüftungsschachtgitter, dass wenn du das einmal einsetzt, die Attrappe, dann müsst du die wieder zerstören. Also dann hättest du ja echt nur 30 Sekunden, um da oben alles abzulegen und das wird knapp. Da wären mir 60 Sekunden eigentlich viel lieber. Da muss ich dann glaube ich trotzdem ein Klebeband verschwenden. Also das wird eine ganze Weile dauern, ehe wir hier wirklich rauskommen. Vielleicht spiele ich auch irgendwann mal offscreen weiter, guck mal. Aber wer wollte denn überhaupt die Batterie? Mensch, Flolle. Wo bist du denn? Flolle? Ja. Bitteschön. Und diesmal nicht Captain Strong ohne irgendwelchen Grund hier brezeln, ne? Ich will unbedingt die Tipps sehen. Och, Helge, du schwafelst nicht wirklich viel. Klopapier kannst du kriegen. Ich weiß, das Schraubenstücks. Weißt du was? Sobald wir einmal draußen sind, mache ich YOLO-Attacke hoch. Das im Klo geht mir nicht verloren, von daher. So. Dann, ich muss den nur... Halt. Weil alles Illegale beschlagnahmt wird. Ich hab's mit zweimal Klebeband und immer Metallblech. Kann man nicht vielleicht jetzt auch? Nee, kann man leider nicht. Was lasse ich liegen? Ich würde sagen, Metallblech ist rarer. Also es ist einfach zu kriegen, Metallblech. Okay. So viel dazu. Ich habe den eigentlich noch gar nicht berührt. Und ich habe da jetzt Unmengen für Geld ausgegeben. Danke! Scheiß. Naja, ich kriege ja mein Geld wieder rein. Ist ja kein Problem. Ich sage, das mit dem Elektroschocker ist echt verdammt schlimm. Oder... Der gerade nur 30 Schaden gemacht, da habe ich mich verlesen und waren es wieder 50. Nee, der hat mich ja auch geschockt. Ich wollte nämlich sagen, dann vielleicht haben ja einige weiter keinen Schocker, aber er hatte mich elektrifiziert wie eine Biene, wenn sie unter Strom steht. Haben wir noch eine Flecke? Mal ein bisschen gibt es nicht. Flecke. Hört auf, hier hin zu kotzen, ne? So. Wieder ein bisschen Knete. Wer wollte eigentlich Klopapier? Haben wir auch noch da. Jede Menge. Klopapier in Berwick. Berwick. Allerdings erstmal ein bisschen surfen. Wir müssen uns sämtliche Gebäudestrukturpläne hier runterladen. Und was mal alles sonst noch so brauchen. Wenn es bleibt, Bomber stehen wieder. Dann halt nicht. Ich wollte nur deinen anscheinend lebenswichtigen Auftrag wissen. Irgendwas? Ja, die Pfeile wären nicht schlecht, aber brauchen wir momentan nicht. Wenn wir es nur einmal schaffen, hoch ins Lüftungsschachtgitter zu kommen, dann ist eigentlich auch schon alles perfekt. Okay, vorher trainieren, das ist super. Aber dann kann man sich jetzt nämlich wieder erholen. Berwick. Nicht Flalle. Oh.
Das wischt dir den Hintern ab, du stinkst. So. Nein, ich verprügel Dennis, Kevin nicht, der ist zu cool. Jo, Luko hat auch schon wieder geklaut. Mach mal. Boah, nur für 9 Stücken Holz, ey, das wäre super. Du hattest eine Schwache, ey. Immer schön die Meinung oben halten. Die sinkt leider aber ab dem Level auch schon wieder, da ist das gar nicht mal so einfach. Also, wenn ich kann, immer auf Luko konzentrieren, dass der die Meinung sammelt. Ja komm, wir haben erstmal genug gelesen, erstmal Inventar. Ich brauche Sachen, ich brauche Folien. Oder ein Holz, das ist auch super. Ist nur die Frage, wo bunkere ich das Zeug? Das ist das Problem. Vielleicht haben wir Glück, dass es hier vielleicht keiner sieht. Mal gucken. Ich brauche jetzt erstmal nur Folien, die sind am wichtigsten. Und der kommt jetzt natürlich genau wieder dann, wenn ich die Kameras bereit habe. Ich habe schon so kaum Zeit. Das ist doch scheiße. Luko, hast du für... Achso, ich muss warten, bis die Kameras... Folie! Bäm, Junge! Komm, nochmal Folie. Na, Metallblech wäre auch super, aber es... Kein Platz momentan, Freunde. Komm, Folie nochmal. War nicht auch der einfache Beutel mit einem Dingsbums? Mit einer Folie? Strapazierer. Das sind der einfache Beutel. Folienklebeband, das ist ein illegaler, normaler Beutel. Aber nee, ich würde sagen, wenn man schon sparen, dann sparen wir richtig. So. Das sieht die Kamera komischerweise nicht, ne? Okay, alle Mann ab zum Hofgang. Luko, was hast du Schönes? Nichts, was wir momentan brauchen. Oh, Captain Strong verkauft auch was. Was hast du? Wertuniform wäre auch nicht schlecht. Kann man eigentlich nur an das Pappmaché ran? Volle Klopapier und Klebstoff. Dann brauche ich ja auch noch Klebstoff, jede Menge. Wenn du dann jedes Mal da hochgehst und dann alles ersetzen, ey, boah, das wird alles dauern. Aber hey, wenigstens die Werte kommen voran. Das war jetzt so gesehen schon wieder ein Tag, weil jetzt ist Abendessen, dann ist Duschen und dann ist schon wieder Abendappell und go to bed. Genau, ich versuche jetzt wirklich Luko weil ich glaube, man kann den auch damit beauftragen, Dinge zu finden. Ich muss den nur auf 80 hochbringen, dann habe ich wenigstens einen Verbündeten hier. Alles klar, du musst nur noch freundlicher werden. Nein, ich habe keine Zeit! Okay, duschen von mir aus. Wow, 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 wow. Oh, der Keller, das ist so schöne Gegenstände. Luko, immer schön weiter Meinung sammeln. Ich will die 80 haben. Mir geht's gut, danke der Nachfrage, ich hoffe dir auch. Das ist 76, jawohl, fast, komm. Zieh. Einzelhaft ist wirklich scheiße, du kannst dich mit niemandem unterhalten. Da gab es doch mal eine Spielsendung, wo jeder so einen einzelnen Raum hatte und da musste immer Aufgaben erfüllt werden innerhalb von einer bestimmten Zeit. Und die waren wirklich völlig isoliert. Und da ist einer schon nach ein paar Minuten zusammengebrochen. Genau, alle mal ordentlich aufstellen, ich will Luko sehen. Luko. 70, komm. Ja, Mann, 80, okay, wie kann man den jetzt... Ich habe jetzt 80, wie mache ich denn das jetzt?
Da wäre die zweite Folie. Der hat 80 Meinungen. Wie stifte ich ihn dazu an zu helfen? Auf der Wiki habe ich irgendwie gelesen, man muss den zwar anklicken, aber... Oder braucht er 90? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, meine Gegenstände sind noch da, also haben wir doch ein bisschen Platz hier, würde ich sagen. Speichern. Dass wir vielleicht wenigstens drei Felder Platz haben, das wäre natürlich noch super. Könnte ich nicht eigentlich... Dachte. Ja, ich hätte gern Lust, einen Aufstand zu starten, so gesehen, aber... Wie kann ich dich dazu bestimmen, irgendwas zu machen? Tagebuch gefallen, Stevie Wonder. Oder gibt's das Feature noch nicht? Aber stand doch auf der Wiki. Ich versuche einfach mal 100 Meinungen zu sammeln, vielleicht kommt's ja noch. Stand 80 da. Komm schon, es muss doch gehen. Jetzt sind wir schon bei 87, also spätestens ab 90 sollte es doch gehen. Yeah, I'm the man with the plan. Zum Ausbrechen. So viele schöne Sachen. Ich glaube, Rasierschaum ging auch, um den kaputt zu machen, die Kamera. Oder zuzuschmieren. Jo, wir beschützen. Ich wüsste nur gern, wie das Menü funktioniert. Jetzt sind wir schon bei 90. Komm, das muss doch... Verstehst du? Ja. Irgendwas Brauchbares. Dankeschön. Money sammeln können wir machen. Hat der gerade dahin gepieselt oder sah das nur so aus? Ich mobb deinen Kopf in die Pfütze, ich sag's dir. Wo bist du, Pfütze? Mein langer Erzfeind. Schon mal so irgendwelche Dreckflecke geben hier. Hallo. Hey Leute, ich muss meinen Job erfüllen. Hä? Es gibt gar keine Pfützen mehr. Das kann doch nicht sein. Oder in der Küche vielleicht? Nö. Hier unten geht's ja auch noch weiter, genau, stimmt ja. Ah ja, ganz vergessen. Dicke Pfütze. So. Nein, mein Job ist gleich vorbei. Ach ne, 14 Uhr, Gott sei Dank. Komm. Ich würde sagen, es spawnen immer irgendwelche Pfützen. Wo ist noch eine? Wo ist noch eine? Ich will meinen Job nicht verlieren. Hallo, da ist eine. Okay. So, dann, oh, nicht schlecht. Erstmal weiter Int trainieren, sind wir schon bei 67 wieder runter, ich war auf 70. Aber das ist halt noch immer das Rätsel, wie ich den dazu kriege, mitzuhelfen. Ja, mit das Appell bin leider... Ich bin noch zu blöd, um meine Kameraden zum Helfen zu bewegen, komm, einer noch 80. So. Okay, Loco. 98, jawohl. Warum ist denn der so hoch auf einmal? Der war doch nur bei 80 oder so. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach nee, doch ja. Ich hab halt seinen Gegenstand gefunden. Okay. Also ist auf jeden Fall auf 100. Das muss irgendwie gehen. Mehr gibt's nicht. Wie, Kumpel, krieg ich dich dazu mitzuhelfen? Der ist auf 100 Meinung.
kann die irgendwie echt nicht zum Mithelfen bewegen. Das ist doch beknackt, ist das. Wow. Ich muss dann wenigstens den Klebstoff noch hinbekommen, dass ich dann nämlich die Pappmaschis bei mir lagere. Ach verdammt, die haben doch meine Sachen mitgenommen. Ich hatte gehofft, dass es nicht passiert. Nee, so gerne ich den auch haben würde wollen, es bringt noch nichts. Ich muss Prioritäten setzen. Erster Beutel, dann habe ich nämlich auch wieder zwei Platz im Klo. Meins. Entschuldigung, Daniel. Es ist Meinung sammeln. Entweder habe ich was überlesen oder falsch verstanden, aber ich weiß nicht, wie man den dazu bewegen soll, mitzuhelfen. Ja, ist gleich Abendessen. Einmal will ich noch, bitte. Schnell. Komm schon. Okay. Bin schon da. Schon da. Alles wunderschöne Sachen. Da kann ich nichts damit anfangen. Ich hätte nämlich echt gehofft, dass... Ich würde das alles so gerne mitnehmen. Weil ich überlege gerade auch, selbst wenn man hier das in der Küche lagern würde, wo die ja nicht hingehen, da wäre der Platz da, aber dann musst du auch wieder durch das verdammte... Ich muss da mal kurz gucken, wenn da jetzt keine Dingsbums ist. Wenn nur diese eine Sicherheitsschleuse ist, dann könnte ich ja sozusagen erstmal alles in der Dings in der Küche zwischenlagern. Oder nee. Wie macht man es am dümmsten? Ich denke mal, der Beutel, das ist klar, der muss als erstes fertig werden. Und wenn ich dann noch den orangenen Schlüssel habe, weil hier hast du definitiv Platz, dann muss ich nur einmal durchgehen. Aber dazu brauche ich auch den Kraftpunkt. Also wird das erstmal mein Plan, weil im Lüftungsschacht, das ist blöd. Weil dann musst du immer wieder hoch, runter und dann auch noch extra in Dingsbums, in Slot für den Schraubenzieher und alles. Ich ziehe das mit dem Raum durch, dass ich den Dingsbums meine Werte erstmal Vordermann bringe, den Beutel hole, dann denjenigen verprügel, der den orangen Schlüssel hat, den anfertige und dann lagere ich alles, was ich brauche, da unten drinne. Ist das Beste. So, aber an dem Punkt speichern wir erstmal. Keine Sorge, Gegenstände im Klo gehen nicht verloren, denn ich mache eine zweite Aufnahme. Von daher, für mich bis gleich, für euch bis Donnerstag. Tüdelü! Danke für die Vorschläge.